Der Weltcupsieger aus Polen, Kamil Stoch. Ja, fliegt schon wieder. Ja, richtig. Ja, und wie, und wie, und wie. Oh! Und das ist der große Unterschied. Den drückt's weg unten vom Hang. Der wird immer länger, länger, weiter und weiter und muss bei 248,5 Meter sogar auf seinen heiligen Telemark verzichten. Unfassbar. Ja, korrigieren brauchst du nichts mehr. Fürs Lehrbuch oben, also so wie die letzten Sprünge eigentlich haben bei ihm. Verhältnismäßig hoch unten reinkommen. Normal vielleicht auch flacher unten rein. Ja, und weil er von so hoch runterkommt, passiert genau das. Ja, ich glaube, das ist wirklich die einzige Konkurrenz für ihn. Ja. Im Moment schon, wie es ausschaut. Und dann ist halt auch 4x 16,5 mit dabei. Ist klar. Ist klar. Aber die Glücksgefühle für die Weite, die sind natürlich nicht zu überbieten und die können auch die Noten nicht trüben. 248,5 Meter. Polen jetzt vor Slowenien mit 11,6 Punkten Vorsprung.